Komm zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Ihr fragt euch sicherlich, warum bin ich denn jetzt hier wieder in der Pokémon-Liga? Ich hab sie doch schon durch. Na, ich bin eigentlich nur hier, weil es ein schneller Weg ist, um hier runterzukommen. Denn was wir heute machen, ist den Professor Eichbrief benutzen. Es gab nämlich im März, wenn es dieses Video rauskommt, ist wahrscheinlich kein März mehr, aber im März gab es ein Event, was man sich holen konnte. Und das nannte sich... Ah ja, diese Waren haben wir auch noch bekommen. Hier. Eisbrief kann man bekommen. Einfach über Geheimgeschehen gehen und dann per Internet empfangen und dann hat man es bekommen. Aber es ging nur im März. Also, wenn man es außerhalb von im März haben will, diesen Brief, dann muss man cheaten. Muss man glitchen. Irgendwas machen. Gibt es bestimmt alternative Wege, um das Spiel irgendwie zu glitchen und das dann trotzdem zu bekommen. Aber ich habe sie legit. Eisbrief. Ein Brief von Professor Eich. Er bittet dich, zur Route 224 zu gehen. Und deshalb bin ich hier. Wenn wir mal auf die Karte werfen, haben wir alles erkundet, bis auf Route 224, die hier. Ja, und ich sage euch jetzt, wie man da hinkommt. Besten Tipp geht euch sofort zur Pokémon-Liga. Ich glaube, Schutz ist bei mir noch an. Sollte noch von letztem Mal an sein. Genau, und jetzt folgt ihr einfach den Schritten, die ich mache. Dort rechts seht ihr schon, da war eigentlich mal so ein fetter Dude, der meinte, ja, nee, da kannst du jetzt noch nicht lang, weil ich so sage. Und jetzt ist er weg, der Typ. Und jetzt können wir dort lang. Und genau das werden wir jetzt tun. Hier kommen wir lang. So. Wo führt uns das hin? Oh Gott. Ich bräuchte mal auflockern hier. Ein wildes Staraptor, was sich hier verirrt hat, hilft dir. Hi. Wer bist du denn? Ich heiße Charlie. Und du bist? Verstehe, Maike. Kannst du mir bitte helfen? Ich muss durch diese Höhle. Gehst du mit mir durch sie durch? Oh, du schließt dich Charlie an. Okay, wir sind jetzt Best Buddies anscheinend. Pokémon sollten nicht verletzt sein. Ich heile sie für dich. Danke. Okay. Wir kommen übrigens nur hin, wenn man die Liga geschafft hat. Egal, ob man in der Afterstory schon irgendwas gemacht hat oder nicht. Man hätte auch direkt nach der Liga hier schon hingekonnt. Ich werde siegen, ganz gewiss. Du musst dich folglich mit einer Niederlage zufrieden geben. Nur stark zu sein ist nicht gut genug. Du musst aber ja auch noch cool wirken. Das zu meistern macht dich zu einem Ass-Trainer. Ah ja, ist das so? Ist das so, ja. Welchen Level habt ihr denn so? Oh Gott, 6 Pokémon, Hilfe. Oder welchen Level besser gesagt? Welchen Level sind eure Pokémon? Ich hoffe doch, dass sie ziemlich hoch sind. Oh, Akali ist ein cooles Pokémon. Cooles Gen 1 Pokémon, was ziemlich reinhauen kann. Das ist euer Ernst? So niedrige Level? Ich hoffe, Akani wird wahrscheinlich deswegen down gehen. Ich meine, er ist auch so underleveled, aber... Ja, ich mache einfach jetzt die Attacke, die am schnellsten alle umbringt. Akani hat überlebt. Gut so, stark ist Akani. Schön, schön. Oh yeah. Ich hoffe, mit der Aufnahme läuft alles. Ich habe vorhin irgendwie ein bisschen gespielt und dann hat die Aufnahme irgendwie abgespackt. Keine Ahnung. Ordentlich wichtig. Hytera. Bestimmt habe ich das schon mal gesagt, aber ich würde doch mal sagen, Hytera ist ein ziemliches Meme, da es übertrieben viele KP hat. Und vor allem ist es deswegen ein Meme, weil in Gen 4 gingen die KP-Leisten immer in gleichen Geschwindigkeit runter. Heißt, wenn du so einen 10 KP-Pokémon hast, Level 5, dann geht das super schnell. Aber Hytera Level 100, was sowieso schon richtig, richtig, richtig viel KP hat und noch mal eine Attacke, die sich heilen kann, geht das so langsam runter, du bist erst nach fast einer Minute erst durch mit der KP-Leiste. Deshalb ist es ein Meme. Lessons in Meme History. Danke, dass ihr mir zugehört. Und da ich jetzt leider Akani down bekommen habe, muss ich den Kampf alleine zu Ende kriegen, aber das ist absolut kein Problem. Das Papinella wird zwar im Typ über, ja, im Typen ein Vorteil sein, aber
es nicht hinkriegen können mit dem Levelunterschied. Falter Heigen, dein Ernst? So eine Attacke, du willst dich nochmal buffen? Glaubst du wirklich, dass du eine Attacke von mir überlebst? Das ist ziemlich erbärmlich, das zu denken, mein Freund. Du bist jetzt One-Shot. Nom nom nom. Mit deinem Nom nom nom. Hab ich ja gesagt. Oh yeah, level up. Ja, ziemlich easy. Aber das ist doch völlig unmöglich. Nö. Du hast mich schlecht aussehen lassen. Ihr hättet wohl im Karlberg trainieren sollen. Du hast nicht gewonnen. Ich habe nur verloren. Ach, was soll's. Ist doch eh Jacke wie Hose. Ich habe mein Bestes gegeben. Zu verlieren ist nicht uncool. Na dann. Okay. Stärke ist anscheinend noch aktiv. Was ich sehr gut finde. Das ist das Problem mit diesem Spiel. Ich werde so oft stark überall. Ich mag es überhaupt nicht. Oh. Okay, warte. Bevor ich jetzt weitermache, weil hier geht es anscheinend weiter. Was gibt's denn dann hier? Ich kriege das Gefühl nicht los, dass wir hier schon mal waren. Oh Gott. Na gut, bei sowas bin ich mir jetzt doch nicht mal ganz so sicher. Nee, hier geht's nicht lang. Wo soll das hinführen? Das ist einfach nur ein Top-Schutzverschwender hier. Gefällt mir aber gar nicht. Und der nächste. Wow! Das ist. Hier ist einfach gar nichts. Jetzt bin ich wieder hier. Achso, das musste ich machen, um hier lang zu können. Ah. War doch nicht ganz so unnötig anscheinend. Davon kriegen wir nämlich hier. Den Weg weiter. Wie es scheint. Okay, damit kann man Sachen skippen. Alles klar. Nee, ihr wisst, ich mache alle Trainer. Auch wenn es die ganze Folge lang dauert. Und keine Ahnung, falls überall noch Items sind. Kein Bock. Trainer? Ja. Items? Nein. Alle haben mir dir zu zeigen, wie ein Seher kämpft. Es ist Zeit für den Kampf. Einer von uns wird als Verlierer hervorgehen. Ja, ja. Ja, hundertprozentig. Hier dieser Kontrast, vorhin 6 Pokémon und jetzt wieder 3 Pokémon. Oder hatten die anderen überhaupt 6 Pokémon? Ich glaube schon. Meine schon. Aber ich muss schon sagen, Charlie sieht echt süß aus. Echt wie so ein nettes Mädchen. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Sieht nett aus. Zack, tschüss. Komm, Akani, du kriegst das auch hin, oder? Ich habe leider nicht nachgeguckt, wer von den beiden 2 Pokémon hat. Eigentlich wäre es klüger gewesen, das Pokémon anzugreifen. Den Trainer anzugreifen, der noch ein weiteres Pokémon hat. Insgesamt 2 Pokémon. So rum. Dankeschön. Fürs Zuhören. Autsch, das hat weh. Und das war, glaube ich, der falsche Trainer, oder? Yep, das war exakt der falsche Trainer. Und Akani würde sich lieber buffen, als anzugreifen. Also in einem kurzen Kampf sich zu buffen. Mhm. Also in einer Nuzlocke vielleicht. Aber das ist keine Nuzlocke hier. Lange nicht, nein. Vielleicht mache ich mal eine. Ich hätte Bock. Wegen dem XP-Share ist es ja sowieso sehr einfach. Oder das heißt sehr einfach. Einfacher. Plus ist es Diamant und Perl. Platin ist generell ein schwierigeres Spiel. Weil ich meine, in Platin wären die Trainer stärker. Nicht nur von Pokémon-Variationen her, sondern auch vom Level. Meine ich. Kann mich so dran erinnern. Dass das so war. Okay, was hast du jetzt noch? Außer Kadabra? Achso, 2 Kadabras waren das. Oh. Könnte ich dir etwas beibringen? Nee. Der kann es nicht fassen. Wie ich meine Psychokräfte einsetze? Ich verwende sie nie für böse Machenschaften. Für gute Taten aber auch nicht. Also für gute Taten aber auch nicht. Seht ihr das? Charlie ist da unten. Was macht Charlie da unten? Wir müssen da hingekommen. Ich kann zwar Psychokräfte einsetzen, aber es wäre naiv zu glauben, alleine damit gewinnen zu können. Ja. Was macht Charlie da unten, ne? Oh Mann. Ich muss ihn nach oben schieben. Hä? Ich komme nur an ein Item.
geht nicht anders. Ich komme immer nur an entweder oder dran. Aber da fällt mir was ein. Einfach wieder raus und reingehen in die Höhle. Wir holen uns beide Items. Okay, Elixier ist okay, aber ob sich das gelohnt hätte, wenn man das andere genommen hätte, weiß ich nicht. Ich renn mal kurz zurück und resette das. Okay. Da sind wir wieder. So. Charlie ist jetzt auch hinter mir endlich. Hat sich nie mehr verhört. Am Anfang war ein großer See. Aber ich glaube, das ist nur ein Item. Finsterstein. Okay, das obere Item ist auf jeden Fall viel besser. Der zweite Finsterstein und somit auch der letzte. Damit kann man, also wir können ja, wie wir schon wissen, einen Traumvogel zu Traumagie entwickeln. Und man kann auch mit einem Finsterstein einen Kramwuchs zu Kramchef entwickeln. Weiter geht's. Ich habe meine Pokémon im Kampfdojo von Kanto trainiert. Die Freunde leiden, die mit Pokémon-Kämpfen einhergehen. Ich kenne sie nur allzu gut. Damn, was sind denn so deep, Leute? Also ich möchte ja zu Peise-Fans nicht urteilen oder so, aber ich finde nicht, dass es ein starkes Pokémon ist. Oh, ich glaube, ich höre schon die Fans. Sie sind hinter mir her. Ich finde es ein lustiges Pokémon. Ich mag es ja auch. Aber ich mag es eigentlich nur, weil es lustig ist und nicht, weil es gut im Kampf ist. Also ja, ich würde es nicht empfehlen, ins Team zu tun, auch wenn es lustig ist. Oh, wen juckt denn, dass meine Batterieleiste nachlässt? Mach ich nach dem Video voll. Keine Ahnung. Du machst schon mit Feuerstand gerade. Mit Akali. Keine Ahnung. Morlot und Machomai. Ich finde es übrigens sehr interessant, wie die ganzen Trainer hier sowas wie Machomai haben. Das ist ja nur ein Pokémon, was man nur bekommt, wenn man tauscht. Ich finde es cool, dass die Pokémon haben, die man nur durch Tausch bekommen kann. Dass die auch. Das, ich weiß nicht, das fühlt sich so ein bisschen. Die Trainer fühlen sich dadurch ein bisschen echter an. Jetzt hätten die wirklich mit einer anderen Person getauscht, so. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, ich finde solche Details irgendwie cool. Aber das bin wohl nur ich. Nicht nur cool, auch interessant. Aber Akani, kannst du bitte angreifen? Gengar! Hey, Gengar! Hey, hey, hey! Was geht? Nom, nom, ich mag Geister sehr elegant. Gengar did not like that. Nein, Tastflug! Ja, nur Knirscher kann jetzt nicht mehr einsetzen. Das ist ja nicht so schlimm. Schlimm wäre nur, wenn jetzt Akari schon wieder nicht angreifen würde. Dein Ernst? Das war... Ach, was soll das? Ich hab's vor allem predicted. Schlag, ja, das hast du doch von Akari, wenn du nicht angreifst und nicht nur buffst. Guck mal, jetzt bist du sogar verwirrt. Du schlägst dich wahrscheinlich wieder selbst. Muss ich wieder alles hier regeln, wa? Na gut. Reicht nicht mal aus. Komm mal, Akani. Jetzt greif doch mal an mit einer Feuerattacke. Komm, bitte. Jetzt greif doch an. Nicht selbst schlagen. Angreifen. Oh, Akani. Oh, Mann. Fun Fact. Im Pokédex steht, dass Akani ein Typ legendäres Pokémon sei. Also, es ist natürlich kein legendäres Pokémon. Warum rechte Hand? Warum hilfst du mir? Greif doch selber an. Egal. Ja, es ist kein Legi. Es war noch nie ein Legi. Und es wird auch nie ein Legi werden. Aber es ist auf einer ganz anderen Art ein Legi. So in Geschichten soll es wie so ein legendärer Wolf dargestellt werden. Sowas. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Pokémon, im Pokémon-Sinn ist es kein Legi. Ich bin höchstens fertig. Noch mehr leiden. Ihr wolltet kämpfen, ihr steht ja einfach nur rum. Ich werde mich erneut auf eine Trainingsreise begeben müssen. Du magst noch ein Kind sein, aber du hast mir viel beigebracht. Ich danke dir. Kein Problem. Kauf noch mein Buch, dann weißt du mehr. Der scharfe Blick meiner Vogel-Pokémon wird deine Schwächen offenlegen.
Der Umgang mit starken Pokémon lässt auch den Trainer stärker werden. Ach ja. Ach ja. Muss nicht unbedingt sein. Ich meine, ein ganz schlechter Trainer könnte auch einfach so ein ganz gutes Pokémon in die Hand bekommen. Und dann ist aber trotzdem schlecht mit dem Pokémon. Wenn man zum Beispiel nicht alle Orden hat und du hast aber ein Level 100 Pokémon, dann gehorcht dir einfach gar nicht. Es greift nicht an. Es setzt gar nichts ein. Und was machst du dann? Ja. Ne? Ja. Genau. Ja. Bei Kramux bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das angreifen kann. Das müsste Arcani machen, aber ich glaube nicht, dass er das machen wird. Leider. Keine Ahnung. So, Knackse, geh bitte weg, bevor du dich entwickelst. Ich habe Albträume vor. Knackrack. Will ich dran denken. Ausbrennen! Ja, endlich mal greift er an. Woo! Gut gemacht, Arcani. Du hast angegriffen. Jetzt bitte weiter so machen. Ja? Oh, da kommt Kramchef. Das Pokémon, was man durch den Finsterstein bekommen kann. Und das 200. Garados. Oh nein, Bedroher. Hilfe, ein kleines Garados vor mir. Eigentlich ist der Garados riesig. Aber in Pokémon-Kämpfen... nicht. Da ist jetzt Giratina im Pokémon-Kampf riesig und dann in auf der Overworld klein. Stimmt, wie klein wäre Garados hier in diesem Spiel auf der Overworld? Ich kann übrigens verstehen, warum die Pokémon auf der Overworld klein sind. Weil die Charakter sind ja auch alle im Chibi-Art gemacht worden auf der Overworld und so. Deshalb kann ich das schon gut nachvollziehen. Ich finde es auch gut, dass das nur hier in diesem Spiel ist. Das ist auch das einzige Spiel mit so einem Chibi-Art-Style. Und damit finde ich das gut, dass das nur hier ist. Let's Go hatte realistische Größen. Navi Legends und so. Gen 9 hoffentlich auch. Und ja. Ich frage mich, wie Gen 9 wird. Ich möchte noch nicht so viel drüber reden. Aber... ja. Es wird noch dieses Jahr kommen. Weil das Spiel dieses Jahr rauskommt. Was ich persönlich nicht ganz so gut finde. Ich fände es besser, wenn es erst nächstes Jahr kommen würde. Weil wir haben jetzt so viele Pokémon-Spiele. Ich habe das schon so oft gesagt, aber... wir haben jetzt so viele Pokémon-Spiele alle hintereinander bekommen. Jetzt nochmal Gen 9 am Ende des Jahres. Oh Gott, oh Gott. Da hätte ich auch noch ein weiteres Jahr warten können, ehrlich gesagt. Aber na gut, muss Game Freak wissen, wann sie ihre Spiele releasen. Nicht ich. Ja. Ich werde wahrscheinlich sofort am Release Let's Playen, so wie immer. Aber toll wird das persönlich für mich nicht. Weil ich noch andere Abilities geplant habe, die vielleicht dazwischen dringen könnten. 77 schon, krass. Die anderen sind noch nicht mal annähernd so krass. Okay, gut, ich kämpfe ja auch größtenteils mit Felterra, das ist das Problem. Was heißt Problem? Es ist halt ein starkes Pokémon. Ich kämpfe immer mit meinen Startern als erstes. Hast du denn gar keinen Schwachpunkt? Nö. Ich besiegt? Wie ist das nur möglich? Wenn du so komische Dracula-Impressions machst. Ich möchte stärker werden, aber nur mit meinen Lieblings-Pokémon. Mit jedem Pokémon umgehen zu können, das ist es, was einen guten Trainer auszeichnet, wenn du mich fragst. Hab ich mich nie gefragt. Beim Kampf wird die Willensstärke gemessen. Wer den stärksten Siegeswillen hat, geht als Sieger hervor. Ich kann ihn von meinem inneren Auge sehen, meinen Sieg. Also, ich möchte ja nicht enttäuschen oder so, aber ich denke nicht. Ach ja, ich habe auch vorhin noch schon über dieses große Meer geredet am Anfang dieser Höhle. Hier ist ja auch wieder so ein Ort, wo man surfen kann und dann hinten so eine Treppe ist, wahrscheinlich für ein Item oder so. Aber während Charlie mich verfolgt, kann ich keinen Surfer einsetzen, ähnlich wie ich keinen Kraxler einsetzen konnte im Karlberg. Das ist ein bisschen blöd, aber was soll man tun, ne? Wir haben sehr viele Doppelkämpfe am Ende des Spiels hier. Ich meine, sag nicht dagegen. Ist nur aufgefallen. Ist denen wohl ganz am Ende noch eingefallen, so, oh warte, wir müssen in der After-Story noch Doppelkämpfe machen. Haben wir in der richtigen, im richtigen Main-Game vielleicht 2-3 Mal gemacht.
Ich greife dich an. Weil ihre Fahne ist das einzige Buch von dem Typen. Oh, Akani, bitte greif an. Es ist fast down, das Pokémon. Please. Ich mag keine Verlöhnung. Komm, schon ganz süß. Auch wenn es schwach ist, schon ganz süß. Könnte man schön werfen. Level up. Agility. Oder hat sie nicht noch einen Pokémon? Ich dachte, sie hätte noch einen Pokémon. Nö. Okay. Und du bist jetzt down. Ja, komm, lass mich doch schneller sein als Akani. Ich weiß, Akani, schneller, Wolf, bla bla. Ich bin nur ein langsamer Baum. Aber komm schon, das wird jetzt auch gar keinen Unterschied machen, ob der jetzt angegriffen wird oder nicht. Wir werden ja sowieso nach dem Kampf geheilt. Komm, ciao, tschüss, bye bye. Weiter so. Point Boy. Dabei war ich mir sicher, den Kampf gewinnen zu können. Unmöglich, die Zukunft ist anders ausgefallen. Psychokräfte. Es ist nicht einfach, an etwas zu glauben, das man nicht sehen kann. Mit deiner Willenskraft hast du den Verlauf der Zukunft beeinflusst. Ich beeinflusse auch gleich deine Zukunft. Hadouken! Ah ne, falsches Spiel. Ups. Noch ein Kampf? Okay. Sehr viele Kämpfe hier. Mach dich auf abenteuerberaubende Pokémon und noch atemberaubendere Attacken gefasst. Und zack, Pokémon-Angriff! Es sind aber auch immer die gleichen zwei, ne? Noch fünf Pokémon wieder. Eieiei, hier will das Spiel sowas von sicher gehen, dass man auch bereit ist. Ich meine, das ist wieder so ein Ding wie im Karlberg. Die sind alle trotzdem schwach. Ich meine, viel interessantere Kämpfe als sonst, keine Frage, aber dann macht ihr mal 10 Level höher und dann wäre es total interessant. Aber so, nein, überhaupt nicht. Ich greife jetzt nur Onix an, weil er sehr effektiv stand und bei Schnurrgas nichts war. Obwohl halt der Trainer mit dem Schnurrgas mehr Pokémon hat, I don't know. Hey, Akali greift mal an. Schön. Na, aber reicht nicht. Du musst es zweimal angreifen. Das tut's natürlich nicht. Body Slam. Bitte keine Paralyse, danke. Oh, ich hab Danke gesagt. Lieb ich zurück. Oh. Danke. Ja, jetzt habe ich Danke richtig ernst gemeint. Machumai, das ist ein Machumai, weil ich bipo. Schnurrgas. Hau ab. Nom. Ja, Katzen esse ich zum Frühstück, ne? Ach, ich könnte jetzt einen Asiaten-Joke bringen, aber ich lasse es lieber. Muss jetzt nicht sein, ne? Oh Gott, ignorieren wir eigentlich, was ich gesagt habe. Danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben, aber auch gleichzeitig nicht zugehört haben. Genau. Georock. Hey. Warte, was? Maromai, aber dann Georock? Da ist irgendwas faul. Erdbeben! Bam, 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 bam! Es hat Robustheit. Okay. Dann hat es wohl Robustheit. Egal, zumindest ist der Trainer schon mal down. Und Schnurrgas kriegt auch ein bisschen was ab. Härtner! Greif ihn an mit deinem Härtner! Hm, was jetzt? Greif Härtner! Ja komm. Sag ich nochmal seinen letzten KP aus. Please. Ja. So, war es dein letztes Pokémon? Und bist du der letzte Trainer? Und kann ich dann auch abhauen aus dieser Höhle? Weil am Ende der Höhle ist dann endlich die Route, wo wir eigentlich hin wollten. Ja. Dauert ein bisschen der Weg zum Event. Übrigens, ihr braucht nur den Brief, um das Event für immer freizuschalten. Mal so nebenbei gesagt. Ich weiß schon ein bisschen spät in der Folge, aber ich wollte es mal gesagt haben. Und ja, wie gesagt, wenn man den Brief nicht mal hat und man trotzdem dieses Event unbedingt haben möchte, ich bin mir sicher, dass man da irgendwie hinglitschen kann. Ich weiß, die Entwickler haben schon viel hier weggepatcht,
Aber bestimmt gibt es da noch irgendeinen Glitch, womit man da trotzdem noch zu diesem Ort hinkommt. Wo man nur hin kann. Mit diesem Brief. Im Besitz. Bestimmt so ein Surf-Glitch oder so. Nach diesem atemberaubenden Gang bin ich völlig außer Atem. Mein Angriff wurde zack, zack pariert. Jep, jep. Ich bin kein Kind mehr und spiele trotzdem gerne mit Pokémon. Na und? Ich werde meine Niederlage einfach zack, zack vergessen. Warte mal, auf diese Weise lerne ich ja nie aus meinen Fehlern. Ja, schwach. Ah, hier sind wir richtig. Dieser Weg führt zu einem Felsen. Ich wollte nur sehen, von welchen Pokémon er ständig aufgesucht wird. Das ist alles. Ich weiß seine Hilfe zu schätzen. Zumindest ein wenig. Wow. Okay. Danke, schätze ich. Oh, wir können trotzdem noch an das Item rankommen. Geld, Money. Hier unten ist noch ein See. Ich gehe mal ganz kurz hin. Aber eigentlich will ich raus zur Route. Okay. Ich weiß übrigens, dass die Route schon etwas länger ist. Vielleicht sogar noch länger als diese Höhle hier. Okay, das ist, glaube ich, nur ein Rückweg. Das ist, glaube ich, wirklich nur ein Rückweg. Lassen wir es. Falls ein Item ist, sei es so. Wird hoffentlich nichts Wichtiges sein. Ich gehe jetzt erstmal weg. Ja, raus aus der Höhle, ja. Da sind wir. Route 224. Und ui, sieht das schön aus. Viele Blumen hier, oder? Ja, Chetera wirkt sehr glücklich. Und, oh Gott. Sehr, sehr hohes Gras überall. Dich umgibt so eine gewisse Aura. Du bist nicht bloß irgendjemand. Ich fordere dich heraus. Nee, ich bin nicht bloß irgendwer. Ich bin... Oh Gott. Identity Crisis, was bin ich? Oh, Batterieleiste. Ja, ist egal. Lade ich, wie gesagt, nach der Aufnahme auf. Die wird schon nicht leer gehen in der Aufnahme. Wenn doch, dann bin ich selber schuld. Ja. Mein Gebiet, ja, ihre Batterieleiste lässt nach. Zelda Skyward Sword. Was übrigens wahrscheinlich jetzt wieder laufen wird. Das Spiel. Ich habe es auch schon gespoilert, dass es laufen wird. Ich glaube, die Folge kommt ein bisschen später raus. Ich weiß nicht. Nee, kommt ja schon zu früh raus. Wer guckt sich das Video übrigens ganz an? Wer? Wer guckt sich das Video ganz an? Schreibt einfach ich als Kommentar. Einfach so. Damit ich weiß, dass ihr es bis hierhin geguckt habt. Oh mein Gott, Leute. Danke fürs bis hierhin gucken. Schreibt alle in den Kommentaren. Emoji, Emoji, Emoji. Und Ausrufezeichen und ganz viele Symbole und Hashtag UFU Gang. Keine Ahnung. Du kämpfst echt auf einem ganz anderen Level. Richtig, du bist underleveled. Geh leveln. Du hast unzählige Male gewonnen. Das hat dich offensichtlich sehr stark gemacht. Ja, komm jetzt. Ich muss nicht alles sagen, ja. Ich habe zahllose Trainer und noch mehr Pokémon gesehen. Also, welche Sorte Trainer bist du? Ich bin der Champ. Ja, hi, was geht? Ich bin der Champ. Ich habe mehrere Legis gefangen. Lass mal zählen. Ich habe ein Palkia gefangen. Ja, kann den ganzen Raum kontrollieren. Ich habe Giratina gefangen. Ist sogar shiny. Ist sogar das waschechte. Ja, es kann die Zerwelt kontrollieren. Wunderbar, neues Outfit. Dankeschön. Ich weiß, das ist hübsch. Ja, und ich habe einen Heatran gefangen, ne? Kann Vulkane kreieren und so und alles daran machen. Also, wenn ich will, könnte ich wirklich die Welt zerstören. Dabei bin ich erst 10. Oder irgendwie so. Ist der Protagonist überhaupt 10? Vielleicht auch noch 14 oder so. Auf jeden Fall bin ich noch ein Kind. Vielleicht auch geistig, aber darüber reden wir. Hat so wenig Damage. Ich meine, Feuerattacke mehr. Aber das Ding ist, das ist zwar ein Wasser-Pokémon, aber auch Flug. Das ist das Problem. Egal, stark. Alright. Wir werden zwar in dieser Folge nicht mal das Event sehen, aber in der nächsten Folge garantiert.
Garantiert werden wir dann in der nächsten Folge das Event sehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Mit schnell reagiere ich auf den Angriff. Seid beim nächsten Mal dabei. Wenn wir was Krasses schauen. Oh yeah. Ich verstehe. Ganz außerordentlich. Ich habe zahllose Trainer und noch mehr Pokémon gesehen. Du bist ein starker Trainer. Und du hast das Herz am rechten Fleck.